Willkommen zurück beim wunderschönen Ori and the Blind Forest. Ja, wir haben einen Punkt im Spiel erreicht, wo sich mir selber das Hirn komplett verknotet, weil wir nämlich mittlerweile über Kopf und zur Seite denken müssen. Und zwar, indem wir nämlich dieses Bällchen hier aufsammeln, können wir jetzt hier... Moment. War das der richtige Weg? Es sieht so aus. Aber da rechts in der Höhle war bestimmt noch irgendwas. Tja, müssen wir den Freitod wählen. Weil wir müssen ja erst entdecken. So, naja, auf jeden Fall hat jetzt richtig gut funktioniert. Nein. So, komm her, Bällchen. Weil wenn wir das Bällchen tragen, können wir nämlich nur einfach springen. Der Doppelsprung ist deaktiviert. Ich versuche es trotzdem mal auf diesen mit der Rune gelb leuchtenden Ball zu kommen. So, das heißt, wir müssen auf den nächsten Block runter. Moment, da sind Spitzen. Wie kommen da drüber jetzt? Das schafft man doch gar nicht. Oder? Ein Moment, Popang. Hier rüber. Ach so, das heißt, man kann nur auf den brennenden Flächen, wie rechts bei dem Quadrat zu sehen. Moment. Hat das irgendwas zu bedeuten? Leuchtet diese Rune jetzt? Ach, ist das kompliziert. Und hepp. Okay. Perfekt timen. Und springen. Juhu! Bums. Und wir speichern. Und können jetzt hier hochlaufen. Müssen wir an die Decke? Nee. Ich glaube, einfach den Weg zurück, richtig? Und zwar genau jetzt. Wuhui! Und jetzt? Hep. So? Naja, scheint irgendwie richtig zu sein. Ja, da ist die Tür. Für die wir die vier Schlüssel brauchen. Open Sesame! Okay, unser Freund folgt uns. Unser neu gewonnener Freund. Geh da nicht rein, sonst erfrierst du, oder? Wie die anderen Mitglieder deiner Sippe. So, vermutlich hier drauf. Ah, der Ball wird abgeladen. Feste! Uiuiui, was passiert jetzt? Neue Brücke ist geschaffen. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Was hat er denn getan? Spiel gespeichert. Gibt's da rechts noch was? Sieht nicht so aus. Da wartet nur der Tod. Über die neu geschaffene Brücke. Ich frage mich, ob Gumo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Ja, nicht, dass er sich am Ende doch wieder gegen uns wendet.
Wir speichern. So. Moment. Wo? Oder wie? Rauf, rauf, rauf. Das sieht aus wie der richtige Weg. Ich will aber erst erkunden, was uns auf der rechten Seite erwartet. Yikes! Da war was. Irgendwas ist da. So, wann ist der perfekte Zeitpunkt? Jetzt nicht. So, hier sind wir erstmal sicher. Was sind das für Schalter? Können wir hier was machen? Reinstampfen. Okidok. Doch der richtige Weg? Oh, ich bin verwirrt. Autsch. So, hier drauf waren wir sicher, richtig? Dann gehen wir doch erst hier oben lang. Whoa. Nein. Rauf. Rechts rauf. Links rauf. Iii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 
Autsch. Autsch. Wo geht's lang, wo geht's lang, wo geht's lang? Ja, hier kann man nicht speichern, aber wo müssen wir denn durch? So geht's nicht. Die Decke muss einstürzen. Okay, wieso stürzt die erst ein, wenn wir nach oben gehen? Das muss wohl so. Schieß die Wand ein. Ach, komm schon. So, und rauf. Und rauf. Und schieß die Wand ein. Wo ist brav. So, und jetzt hier hoch. Okay, der Weg ist versperrt hier durch diese komische Eiswindsäule. Also rauf. Ich glaube, der rechte Teil der Decke bricht zuerst ab. Können wir uns ganz links verstecken? Okay, das geht. Nice. Perfekt. Und rauf. Und einfach weiterfliegen. Können wir durch? Ja, dann ist aber totes Ende. Oh mein Gott. Das war's? Nein, wir können immer noch nicht speichern. Lass mich speichern. Hier? Nicht sicheren Bereich. Okay, wir sind noch nicht sicher. Hier aber. Ja, Kuros Nest erreicht. Okay, wir können immer noch nicht speichern. Ist hier links was? Ein Geheimnis? Nein. Ein Ei. Voll Kuro auch nur eigene gute Intentionen. Thank you.
Ori hatte erfahren, wie sie durch unser Licht umgekommen war. Und die ganze Zeit beschützte sie lediglich ihr letztes Kind. Oh, da kommt sie. Schon wieder fliehen? Bitte nicht. Okay, Spiel gespeichert. Jetzt müssen wir vermutlich den Blicken der Eule ausweichen, aber wie? Kuckuck. Ins Wasser? Aha, wir können ja unter Wasser atmen. Hier sind wir auch noch geschützt. So, mal schauen, ob es clever war, die Spinne abzuschießen. Ah ja, die spawnt neu. Hilfe! Okay, Doc. Ah, hier sind auch noch kleine Lämpchen von der Decke her, baumelnd. Ja, ganz ruhig. Ach, hier können wir wieder nicht speichern. Oh, oh. Okay. Wie kommen wir in die Höhle über uns? Ah. Der morsche Stamm über uns leuchtet rot und dampft. Müssen wir den möglichst kaputt machen? Nee. Puff. Hochgucken. Wie kommt man da hin? Ah ja, alles klar. So klappt es. Können wir jetzt in den Baumstamm rein? Ja. Da oben wartet das Viech. Rambock. Oder wie auch immer die heißen. Moment, hier waren wir doch schon mal, oder? Jo, klar. Oh nein, wir brauchen das Viech. Komm runter. Erwache! Ja, super. Wie kriegen wir den jetzt darüber? So. Die Spinne stirbt sofort, das ist praktisch. So, wie geht das jetzt mit dem Tierchen? Nein! Bleib, wo du bist! Eule!
haben auch links keinerlei Fluchtmöglichkeiten, oder? Nein. Da gibt's nichts. Okay. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Auf jeden Fall im nächsten Teil. Bis dahin macht's gut und tschüss.